Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Am ersten Tag nach Weihnachten, wenn ich richtig gerechnet habe. Weiß nicht, warum das wichtig ist, aber ich sag's mal dazu. Hier, vor der Bronzewasserhöhle. Wir waren in Irkentand, haben die linken, das linke und das rechte Auge vom Falmer besorgt und haben Mercer beseitigt und sind jetzt auf dem Weg ins Wasser. Sind jetzt auf dem Weg zu, wie ist das nochmal? Dämmergrab, zum Dämmergrab, wo wir den Schlüssel, den Skelettschlüssel zurückgeben sollen, damit das Glück der Diebesgilde wieder aktiv werden kann. Beziehungsweise damit, ja, Nocturnal uns wieder gut gesonnen ist. Festung Bruchzahn. Warum bin ich jetzt hierher gereist? Weil ich sonst nichts anderes kenne hier in der Gegend. Ich hoffe, dass hier keiner ist sonst. Muss mal ganz kurz gucken, wie komme ich denn da hoch? Irgendwie rechts rum, würde ich sagen. Irgendwie hier lang. Und also den Skelettschlüssel, den hatte Mercer ja auch geklaut. Und seitdem lief es mit der Diebesgilde nicht mehr so. Und, Hi. Kaiserlicher. Ja, und wir müssen da jetzt hin. Wir müssen allerdings irgendwas Spezielles machen, weil da kommt man nämlich nicht so einfach hin. Sondern wir sollen irgendwie über irgendeinen Pfad gehen. Über irgendeinen speziellen Pfad. Genau, hier steht es nochmal. Also mit Nocturnals Skelettschlüssel im Gepäck befinde ich mich auf dem Weg zum Dämmergrab. Dort angekommen werde ich ihn an seinem angestammten Platz zurücklegen. So machen wir das. Und ich... Was war das? Ich schätze mal, das läuft nicht ohne Störung ab, wollte ich gerade sagen. Aber da ist schon die erste, bevor ich überhaupt da hinkomme. Allerdings ist der irgendwo da hinten. Ah ja, da. Ich gehe einfach mal weiter, wenn der nicht hinterherkommt, gell? Ist mir egal, was der da macht. Da ist nichts gefährlich, da ist nichts Wichtiges. Keine Leute, die ich irgendwie schützen wollen würde. Deswegen, ist mir egal. Oh. Er kommt. Ja. Blutrache sind meistens Feuerdrachen, ne? Ist das richtig? Ist das richtig antizipiert? Aber wo fliegt der denn hin? Ah. Ja. Das heißt, wir brauchen den Eisstachel. Und wir brauchen auch den... Entschuldigung. Hier Schreier, den Frostatem. Oh, Alter. Gott sei Dank bin ich relativ immun gegen Feuer. Relativ unspektakulär. So, einmal die Drachenknochen und die Drachenschuppen wieder. Oh, fast. Oh, ich hätte vielleicht meine Taschen ausleeren sollen, ne? Naja, egal.
Egal. Ich habe auch lange nicht mehr zwischen den Folgen was gemacht. Muss ich zugeben. Ich könnte echt mal wieder eine Schmiedes-Session einlegen, ne? So, wer wartet jetzt hier auf uns? Traugere, Skelette, Geister, Banditen, Orks. Nichts? Nichts dergleichen? Wirklich? Sowas? Sprich mit dem Nachtigallwächter. Das ist der da vorne, nehme ich an. Nachtigallwächter. Ich erkenne euch nicht, aber ich spüre, dass ihr zu uns gehört. Wer seid ihr? Dieselbe Frage könnte ich euch stellen. Der letzte der Nachtigallwächter. Ich verteidige die Grabstätte schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Und das ganz allein. Der letzte? Was ist denn mit den anderen passiert? Wir wurden von einem der unseren verraten. Nein, Mörser. Tatsächlich trage ich die Schuld für das, was hier geschehen ist. Ach, wieso? 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 Wieso tragt ihr die Schuld? Ich war verblendet. Ach. Verblendet von dunkelster Heimkehr, die sich als Freundschaft ausgab. Wäre ich wachsamer gewesen, hätte Mörser frei mich nicht in mein Verhängnis locken und den Skelettschlüssel stehlen können. Wartet mal, seid ihr Gallus? Ich habe diesen Namen schon lange nicht mehr gehört. Woher kennt ihr mich? Ich habe den Schlüssel und Kalia und Mörser und so. Aber der Schlüssel? Mach's kurz. Schlüssel. Ihr habt den Skelettschlüssel. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Und Mörser frei? Tot. Dann ist es vorüber. Und mein Tod war nicht umsonst. Das ist richtig, mein Freund. Ich schulde euch viel, Nachtigall. Ich wollte eigentlich nur reich werden. Das habe ich für Dr. Nah getan, das habe ich für die Gilde getan. Ich wollte eigentlich nur reich werden. Das habe ich eigentlich nicht für die Gilde, sondern eher für... Na komm, das habe ich für die Gilde getan. Ihr wart der Gilde eine große Hilfe. Und auch wenn sie es nicht zeigen mag, bin ich mir sicher, dass sie eure Opfer zu schätzen weiß. Ich bedauere nur, dass ihr diese Aufgabe allein bewältigen musstet. Kalia hat mir geholfen. Kalia? Sie lebt noch. Ich fürchte, sie hat dasselbe Schicksal ereilt. Sie fiel Mörsers Verrat zum Opfer. Ja. Dann nehmt den Schlüssel und bringt alles wieder in Ordnung. Nichts würde mich stolzer machen, als den Schlüssel zurückzubringen. Aber das ist leider nicht möglich. Seit dem Augenblick meiner Ankunft hier spürte ich, dass ich sterbe. Wie kann denn ein Geist sterben? Die Grabstätte ist nicht nur ein Tempel oder Gewölbe, in dem der Schlüssel aufbewahrt wird. Sie beherbergt den Schattensee, die Schwelle zu Nocturnals Reich des ewigen Zwielichts. Mhm. Als Mörser den Schlüssel stahl, wurde der Schattensee versiegelt und unsere Verbindung zu ihr extrem geschwächt. Dann werde ich allein weitermachen müssen. Leider ja. Meine Kräfte schwinden. Und ich spüre, wie ich davongleite. Die Jahre ohne eine Wiederherstellung meiner Kraft haben ihren Tribut gefordert. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, kann nur behoben werden, indem er dem Pilgerpfad zum Schattensee folgt und den Schlüssel ersetzt. Könnt ihr denn nicht einfach den Schlüssel nehmen? Was auch immer die Nachtigallwächter beeinflusst, es wirkt nun auch auf mich. Je näher ich dem Schattensee komme, desto stärker entgleitet mir mein Selbst. Verstehe. Sogar in diesem Augenblick fühle ich mich merkwürdig.
wo ich doch eigentlich gar nichts fühlen sollte. Was wird mir denn auf diesem Pilgerpfad begegnen? Ich wünschte, ich könnte euch helfen. Aber ich bin seit dem letzten Vierteljahrhundert in dieser Kammer gefangen. Die einzige Hilfe, die ich gefunden habe, sind die Überreste eines armen Burschen, der in eure Fußstapfen treten wollte. Vielleicht hilft euch ja sein Tagebuch weiter. Und welchen Einfluss hat der Schatten sie dann auf uns, also mich und uns? Der Schattensee ist eine Verbindung, über die Nocturnal unsere Welt beeinflusst. Nicht durch Magie oder göttlichen Segen, sondern einfach durch Glück. Glück ist bedeutungslos. Für das, was wir tun, benötigt man Können. Ja, natürlich. Eure Fertigkeit habt ihr euch selbst erarbeitet. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Aber Nocturnal beeinflusst unser Glück. Die fast unbemerkbare Hilfe, die wir erhalten, wenn wir unserem Gewerbe nachgehen. Und wie kann das die Dinge verändern? Denkt doch einmal an die Gilde. In welchem Zustand sie war, als sie kam. Das hat man mir eigentlich schon erzählt. All die kleinen Dinge, die ihr vielleicht gehört habt. Ein Dietrich, der brach, obwohl er nicht sollte. Wolken, die zur falschen Zeit vom Nachthimmel ziehen. In Momenten wie diesen unterscheidet uns unser Glück von gewöhnlichen Banditen. Und nun, da der Schattensee geschlossen ist, ist da auch unser Glück am Ende. Exakt. Es gibt nur wenige, die Nocturnal noch immer die Glücksdame nennen. Und das aus gutem Grund. Und was stimmt mit den anderen Nachtigallwächtern nicht? Ich fürchte, die Schließung des Schattensees und die plötzliche Trennung vom Reich des ewigen Zwielichts hat sie drastisch verändert. Sie sind nur noch Schatten dessen, was sie einst waren. Sie erinnern sich weder an ihre eigentlichen Ziele, noch ihre einstige Identität. Und warum seid ihr nicht wie sie? Mein Geist hat sich nicht sofort in der Grafstätte manifestiert. Also war ich nicht anwesend, als der Schattensee versiegelt wurde. Seit diesem Tag spüre ich jedoch, wie meine Kraft schwindet, wie sie mir langsam entgleitet. Na gut. Viel Glück, Nachtigall. Ja, danke schön. Ich sehe mich hier nochmal ein bisschen um, ne? Bevor wir da hochgehen. Scheint eine etwas größere Halle zu sein. Da lohnt es sich vielleicht. Kennt das ja, Truhen. Und Dergel. Na? Der Seite scheint schon mal nichts zu sein. Also mit dem Karren hier. War da eben. Ah, Spitzhacke, okay. Ah, was ist denn da? Ach, hier. Das ist wohl der olle Nischstrom, ne? Ja. Tagebuch, Dietrich, halt, nehme ich alles mit. Und dann schauen wir mal in das Tagebuch hinein. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich von Anders zu diesem Unterfangen habe überreden lassen. Er sprach davon, dieser Ort stecke voller Reichtümer, aber ich habe noch keine einzige Goldmünze zu Gesicht bekommen. Und was alles noch schlimmer macht. Die Priester beginnen langsam Verdacht zu schöpfen, dass wir gar nicht die sein könnten, für die wir uns ausgeben. Sollten sie dahinter kommen, dass wir nur so tun, als wären wir Priester Nocturnals, werden sie uns garantiert nicht einfach nur höflich zum Gehen auffordern. Ich muss jetzt besonders vorsichtig sein.
In meiner Rolle als Altardiener Nocturnals wurde mir ein Mentor zugewiesen, ein alter Dunkelelf namens Lythelus. Wenn ich mich geschickt anstelle, kann ich ihm vielleicht ein paar Informationen über den Pilgerpfad entlocken. Anders schwört, sämtliche Schätze des Tempels werden im inneren Heiligtum verwahrt, das sich am Ende des Pfades befindet. Meine Aufgabe ist es also, uns durch die Hindernisse zu manövrieren, die da vorliegen. Lythelus war leichter zu überlisten, als ich erwartet hatte. Er erwies sich als wahre Fundgrube, was den Pilgerpfad angeht, allerdings sprach er stets in Rätseln. Ich werde versuchen, hier niederzuschreiben, was er mir verriet, und es anders zeigen, wenn er mit seinem Mentor fertig ist. Das Einzige, worüber Lythelus sich tatsächlich im Klaren zu sein schien, war, dass der Pfad 5 Prüfungen umfasste. Ansonsten sagte er Folgendes darüber: Schatten ihrer selbst, Wächter der Finsternis, sie wandern immer da und lassen jeden Schänder einen schnellen Tod ereilen. Über allem stehen sie, in ewiger Wacht, Sklaven der Dunkelheit und doch umhüllt vom Licht. Gebt ihr, wonach sie am sehnlichsten verlangt, aber verneine das Materielle, denn am allersehnlichsten wünscht sie sich das, was weder gesehen noch gefühlt noch getragen werden kann. Direkt und doch nicht direkt, der Weg zur Erlösung führt über die Straße der Gerissenheit, denn die Dummen werden vom Schicksal betrogen. Die Reise ist vollendet, die Umarmung der Fürstin erwartet die Gefallenen. Zögert nicht, eurem Wunsch nachzugeben, ihr eure ewige Ergebenheit zu schenken. Abgesehen davon murmelt er noch verschiedensten Unsinn wie die Nacht ist der neue Tag und dass sie der Geist der Sonne sei. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was diese kryptischen Anspielungen bedeuten sollen, aber ich bin guter Hoffnung, dass Anders und ich all unser gesammeltes Wissen beim morgigen Ritual auf die Probe stellen werden. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt. Gut, das nehme ich mal mit. Das könnte mir helfen, wenn ich hier über dem Pfad... Der bußfertige Mann. Wenn ich diesen Pfad entlang gehe und versuche, die Prüfungen zu bestehen, die da auf mir warten. Gucken wir nochmal ganz kurz hier hinten, ob vielleicht hier doch noch irgendwo eine Truhe oder sowas ist. Nein, leider nicht. Nein, 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 nein. Gut, dann... Schau wieder. Ich mach mich. Frage erst, müssen wir schleichen? Ist ja der Diebesquest, ne? Wäre vielleicht angebracht. Die Frage ist, woran erkenne ich denn die Prüfung? Und woher weiß ich, dass das nicht irgendwie einfach nur wieder irgendwelche Gegner sind oder Fallen, die ja auch hier ständig rummachen, vermutlich. Vielleicht, ich weiß es nicht. Okay, lass mich mal gucken. Vielleicht, was war die erste Prüfung? Schatten ihrer selbst, Wächter der Finsternis. Sie wandern immer da und lassen jeden Schänder einen schnellen Tod ereilen. Schatten ihrer selbst, Wächter der Finsternis. Sie wandern immer da und lassen jeden Schänder einen schnellen Tod ereilen. Also Vorsicht vor den Schatten? Nicht im Schatten laufen oder sowas? Zaubertrank der verlängerten Unsichtbarkeit brauche ich nicht. Ich bin schon so unsichtbar. Da unten ist ein Schatten. Wollte ich den angreifen? Und lassen jeden... Wie hieß das? Jeden, der sie stört? Oder jeden, der... Wem lassen sie einen schnellen Tod ereilen?
jeden Schänder. Also, ja, nicht angreifen dann wohl, oder? Ob ich vorbeischleichen kann. Kann ich immer noch angreifen. Speichern mal. Komme ich hier eigentlich runter irgendwie? Hier ist keine Treppe, ne? Na gut, ich könnte hier... Ja doch, das kann, hier ist keine Treppe. War das jetzt richtig oder falsch? Also sind jetzt nicht besonders gefährlich, ne? So, hier kommen wir nachher wieder raus, nehme ich an. Was ist da unten? Aktivieren Schalter. Oh. Kommen wir wohl doch nicht raus. Eine Schatzkammer, eine kleine. Ja, ja. Nice, nice. Probe der einzigartigen Illusion. Boah, aber das brauche ich jetzt nicht. Hier ist es nicht so toll. So, hier ist auch sonst nichts mehr so Gutes, ne? Elixier der Vitalität, was macht das? Ausdauer generiert sich. Oh, das wollte ich nicht. Okay, also die Schatten, diese komischen Nachtigallwächter einfach angreifen. Da haben wir kein Problem mit. Gut zu wissen. War das jetzt schon die erste Prüfung? Vielleicht, eventuell. Hier ist eine Falle. Ich sehe den so schlecht. Gut. Das war das jetzt die erste Prüfung? In die zweite Prüfung. Vielleicht erkenne ich sie dann. Über allem steht sie in der ewigen Wacht. In ewiger Wacht. Sklaven der Dunkelheit und doch umhüllt vom Licht. Über allem stehen sie in ewiger Wacht. Sklaven der Dunkelheit und doch umhüllt vom Licht. Licht? Ich
schätze mal, ich soll nicht ins Licht. Kann das sein? Warte mal, ich speichere mal kurz. Alles klar. Säurelicht. Okay, aber wer sind die? Ah, okay. Das ist natürlich fies jetzt, ne? Die Fallen, die siehst du jetzt hier gar nicht. Naja. Jetzt mal von hinten geht es irgendwie hoch. Oh. So, die Pfeile haben mich kaum getroffen, aber die komische Korb. Bin ich jetzt vergiftet? Was ist denn? Mystischer Bogen? Ja. Ach so. Das ist ein Effekt. Ist ja krass. Gut, das ist jetzt wieder gut sichtbar hier. Oh, da bin ich zu nah an die Sonne gekommen. Ich bin doch ein Vampir. Ja, das war's, ne? Denke ich mal. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir die ersten beiden Prüfungen wohl bestanden, wenn ich das richtig verstanden habe. Die dritte machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.